Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und dank der Freifunkinitiative auch ein Willkommen an die Geflohenen in den Unterkünften. Wir Piraten begrüßen ausdrücklich den Vorstoß, asylsuchenden und geflohenen Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland zu erleichtern. Arbeit und Ausbildung sind Schlüssel zur Integration. So lautet die Überschrift des Antrages von SPD und Grünen. In dem Antrag findet sich dazu allerdings nichts. Es ist ja schon schlimm, dass die Grünen seit Kretschmann integrationspolitische Schildkröten sind, aber dass die SPD ihnen auch noch Fußfesseln anlegt, das ist die Höhe. Meine Damen und Herren, schauen wir uns doch mal an, was hier im Landtag die letzten zwei Jahre so gelaufen ist. Dezember 2013. Antrag der Piraten. Abschaffung der Arbeitsverbote für Flüchtlinge. Abgelehnt. Vorrangprüfung abschaffen. Abgelehnt. November 2014. Antrag der Piraten. Kostenlose Deutschkurse für alle Flüchtlinge. Abgelehnt. Haushalt 2015. Antrag der Piraten. Verdoppelung des Integrationshaushalts. Abgelehnt. 25 Millionen für Sprachkurse. Abgelehnt. Frau Felte, wenn sie jetzt da wäre, wird sich sicherlich an den 19. November 2014 erinnern. Da sagte sie, unsere Forderungen gehen nicht weit genug und man sollte, Zitat, unseren Antrag zeitgemäß weiterentwickeln. Nach Burbach und zwei Flüchtlingsgipfeln bleiben Sie heute mit diesen Forderungen weit hinter Ihren eigenen Ansprüchen und unseren Anträgen zurück. Wir würden uns freuen, wenn die grünen Schildkröten endlich die roten Fußfesseln ablegen und zu mutiger, kreativer und aufrichtiger Integrationspolitik finden. Vielen Dank.